Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute haben wir diesen roten Patienten immer noch auf der Bühne, der das eine Problem hat mit einem Radlager, wo wir natürlich mal nachschauen werden. Da, genau da, diesen Roller kennt ihr noch, Yamaha Aerox. Hier wird nochmal eine kleine Feinabstimmung gemacht. Der Roller war auf Probefahrt und ja, muss nochmal leicht nachgestellt werden. Sollte keine allzu große Sache sein, aber man weiß es nie. Jetzt aber Peugeot Elister Getriebe Lager tauschen. Also dieses Höckerchen ist echt gemütlich. Ich habe den Deckel erstmal dran geschraubt gehabt und zwar mit zwei Schrauben. Muss das Ganze jetzt natürlich wieder lösen, also nur geheftet. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Schrauben runter oder raus und wir müssen ja ein Lager austauschen. Das machen wir natürlich jetzt. Dazu muss ich natürlich auch noch den Simmerring vorher runternehmen, um dass wir überhaupt weiterkommen. Das heißt, Schrauben lösen, schön zur Seite legen und den Getriebedeckel erstmal wieder abziehen. Hier ist ja noch eine Ausgleichsscheibe, diese hier. Die setze ich natürlich gleich wieder an, weil da ist ja soweit alles in Ordnung. Wir müssen an dieses Lager dran. Ja, und das möchte ich mit euch zusammen auswechseln. Jetzt haben wir ja hier unseren Getriebedeckel und hier sitzt ja der Antrieb für den Wandler. Hier wird der Wandler draufgeschoben und befestigt. Was man aber merkt, dass hier die Welle hin und her wackelt. Sprich, dass das Lager schon leicht einen Weg hat und auch schon Geräusche macht beim Drehen. Was jetzt dran ist, als erstes nehmen wir den Simmerring erstmal runter. Viele wissen nicht, wie man diesen Simmerring hier rausbekommen soll. Das heißt, mit dem Schraubendreher zwischen, man rutscht ab und das haut dann meist nicht richtig hin, ist natürlich, oder dafür gibt es eine leichtere Lösung, um diesen Simmerring rauszubekommen. Bevor ich jetzt natürlich diesen Simmerring rausnehme, möchte ich ja auch wissen, ist hier auch der richtige Simmerring dabei. Bevor ich jetzt hier irgendeinen Fehler mache, muss ich ja sicher gehen können, habe ich für diese Welle auch den richtigen Simmerring. Das heißt also, der sollte hier recht leicht drüber gehen. Ja. Und man sieht, also ich habe den richtigen Simmerring da. Zur Not kann man das immer noch mal mit einem Messschieber feststellen. Gut. Dieser Simmerring ist für den Ausgang auf der Radseite. Wenn ich das Ganze jetzt mal drehe, sehe ich ja hier das Lager. Ne? Hier sitzt das Lager und bevor ich das natürlich auch rausnehme oder rausnehmen würde, würde ich natürlich gucken, passt denn hier auch dieses Lager mit diesen überein? Also das sollte dann auch schon wirklich passig sein, nicht dass man später auf den Schlauch sitzt und es nicht passt. Das wollen wir vermeiden. Um das Ganze jetzt zu testen, ob das Lager dann auch wirklich ausreichend ist und auch die Welle hier dann drinnen fest sitzt, also auch einen gewissen Halt hat. Sie muss schon schwer reingehen, also nicht zu leicht, weil sonst haben wir hier dasselbe Problem, wenn alles hin und her wackelt, dann sitzt die Welle auch nicht mehr richtig fest. Ich nehme jetzt das neue Lager,
setzt es auf und man sieht, ja, kein Spiel. Also auf jeden Fall so gering, dass das, glaube ich, nicht großartig sichtbar ist. Gut, also dieses Lager brauchen wir und wir brauchen diesen Simmering hier aus dieser Tüte. Gut, also jetzt heißt es erstmal Simmering runternehmen und da zeige ich euch mal, wie ich das so mache. Gut, ich möchte jetzt diesen Simmering raus haben. Ich nehme mir einfach eine Spackschraube. So, die ist vorne schön spitz und schraube sie jetzt mit dem Schraubendreher einfach hier ein. Sollte eigentlich funktionieren, dass ich den Simmering jetzt damit erreiche und wir den Simmering so langsam damit ziehen können. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir schauen mal. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Oh, okay. Vorsicht an Mann. So, da ist unser Simmering. Also die Spackschraube hat diesen Simmering rausgezogen. Gut, hier ist er. Das heißt, Schraube wieder rausziehen. Das ist ganz einfach, wenn man weiß, wie man es machen sollte am besten, ohne eine Beschädigung durchzuführen. Gut, hier sieht alles schon mal recht gut aus. Sicher, ich hätte auch den Simmering drin lassen können. Aber ich möchte einfach noch mal zeigen, wenn ich hier nichts austauschen muss, aber den Simmering, wie bekomme ich den Simmering am einfachsten runter? Solange hier in den Lagern natürlich kein Simmering sitzt, kann man das machen. Sitzt hier natürlich, hier, ne, ist in dieser Schale von den Lager ein Simmering, dann würde ich es natürlich auch nicht riskieren. Aber so können wir es ruhig riskieren. Also, Simmering ist draußen. Man sieht jetzt natürlich auch, der hat jetzt einen Defekt weg und muss ausgetauscht werden. Das machen wir jetzt. Zumindest danach, wenn das getauscht wurde. Jetzt brauche ich aber nochmal die Mutter, die hier oben drauf saß. Und die suche ich mir jetzt raus und schraube sie erstmal drauf. Hier ist meine Mutter. Das war die, die hinten saß. Und drehe sie so weit drauf, dass sie ein ganz kleines Stück vor der Welle sitzt sozusagen. Also nicht ganz drauf. Um jetzt erstmal die Welle rauszubekommen, das kann ich auch in kaltem Zustand machen. Also ich brauche noch nichts erwärmen. Nehme mir hier einen Kunststoffhammer, daher auch die Mutter hier oben drauf und ich sehe zu, ne, das ist ja hier alles noch leichtgängig, sehe zu, dass ich jetzt meine Welle durchschlage. Das kann ich allerdings auch freihand machen, also das brauche ich nirgendwo festmachen. Ihr seht, die Mutter ging auch ganz einfach wieder runter. So, hier haben wir unsere Welle. Jetzt heißt es natürlich auch erstmal diese Welle kontrollieren. Jetzt nehme ich hier erstmal mein Lager raus, das was ich brauche. Und da die Tüten ja schön dicht sind, also auch wasserdicht sind, kann ich somit hier auch den Aufkleber erstmal rausnehmen und somit auch die Simmerringe. Den brauchen wir später. Den erstmal gar nicht. Das heißt, alles erstmal zur Seite und natürlich nochmal trotzdem eine Werbung einblenden, weil ich habe jetzt meine Scooter-Garage-Tasse. Das heißt, ich kann meinen Kaffee hier in der Garage aus dieser schönen Tasse trinken. Das ist doch mal was Feines. Gut, aber jetzt geht's weiter hier mit. Das Lager kommt jetzt hier rein, die Tüte wird zugemacht und ab in den Gefrierschrank. Was ich jetzt habe, ist, ich habe mir hier nochmal die passende Nuss dafür rausgesucht, dass ich sie hier aufsetzen kann und einen leichten Schlag hintergeben kann.
Normalerweise sollte sie auf jeden Fall sich 3 mm ungefähr bewegen lassen. Also nicht sie, sondern das Lager. Aber jetzt heißt es erstmal erwärmen. Ja, ich meine Heißluftföhn und ich gehe jetzt von außen schön ringsrum, dass sich das erstmal erwärmt. Könnte sogar passieren, dass das Lager dann automatisch sich schon rausdrücken lässt, als bevor ich jetzt hier vielleicht nochmal einen Schlag drauf geben muss. Das wird sich dann gleich zeigen. Erstmal heißt es schön erwärmen. Ne, zwischendurch kann man das immer noch mal testen, ein bisschen Spucke auf den Finger, kurz mal antippen, zumindest das Gehäuse hier, wo ich es gerade erwärme hauptsächlich. Und dann weiß man auch, ist das schon heiß genug? Jetzt ein bisschen Spucke auf dem Finger. Nein, Stufe 2 ist dran. Also weiter erhitzen das Ganze. Ja, das sieht doch schon besser aus. Wie gesagt, Spucke auf den Finger. Solange es noch nicht zischt, ist alles gut. Ich würde sagen, wir testen mal an. Dazu nehme ich jetzt meine Nuss, meinen Kunststoffhammer und wir versuchen unser Glück. Ja, ich glaube, da ist schon was gekommen. Ja, recht warm. Ja, also das Lager kommt raus. Das heißt, wir erhöhen das Ganze jetzt ein bisschen. Ich bin eben nun mal der Typ, der das mit Liebe macht. Also, jetzt nochmal. Jetzt ist es, Moment, ich nehme dazu jetzt mal einen Lappen, das ist doch ein bisschen wärmer. Und man sieht, es ist schon so gut wie draußen. Also hier fehlt nicht mehr viel. Deshalb jetzt nochmal auflegen hier vorne. So und raus damit. Zack, das war's. Also das Ganze jetzt natürlich von innen nochmal richtig schön reinigen. Zumindest da, wo wir das erwärmt haben und das Lager saß. Und somit haben wir, nehmen mal diese Zange, hier haben wir das alte Lager. Das lasse ich jetzt nochmal abkühlen, bevor wir es wieder reintreiben. Also zumindest das neue reintreiben. Aber ich möchte euch nochmal zeigen, wie der Unterschied ist. So. Damit haben wir das Ganze ja rausgetrieben. Das konnten wir ja hier so machen. Um dieses Lager, das neue Lager natürlich, hier dann wieder reintreiben zu können, nehme ich eine noch größere Nuss, die hier genau drauf passt und dass wir zumindest mal so einen kleinen Klaps hinterhergeben können. Das Gehäuse wird natürlich wieder erwärmt. Das andere kommt aus dem Eisfach und dann versuchen wir mal, ob es so reinpluppt oder ob wir noch ein bisschen nachhelfen müssen. Die Zeit sollte man sich schon mal dafür nehmen und wenn ich sie habe, dann auch hundertprozentig an der Sache sein und nicht den Kopf überall haben, sondern wirklich erstmal gezielt jetzt auf diese eine Sache. Und deshalb zwischendurch gibt es dann eben auch mal einen Schluck Kaffee. Das heißt, den sollte man sich schon zwischendurch gönnen. Wir dürfen nicht hetzen und wirklich die Ruhe dabei behalten. Also Prost auf euch. Wie ich schon sagte, aus dieser Tasse schmeckt der Kaffee gleich doppelt so gut. Jetzt, wo es relativ trocken ist, nehme ich mir etwas Bremsenreiniger auf ein Tuch und wische,
wie gesagt diese Kante hier aus, dass das auch wieder recht sauber ist, bevor wir das neue Lager einsetzen. Also erstmal schön putzen bis in die Ecken natürlich, dass das frei ist und nicht, dass später mal hier an der Kante irgendwie, sei es nur ein Staubkorn, sitzt und das Lager sich dadurch nicht richtig reinsetzen kann. Also immer schön sauber machen. Ja, das sieht schon recht gut aus, möchte ich sagen. Und somit haben wir jetzt das auch schon mal fertig. Das heißt, aufsetzen, das nächste Lager dürfte dann auch gleich rein. Das möchte ich euch jetzt natürlich auch noch mal zeigen. Das ist ja das alte Lager. Und ja, das hat schon ein bisschen gearbeitet auf jeden Fall. Es ist auch schon ein bisschen angelaufen. Also okay, mal gucken, wie sich das anhört. Mal sehen, ob man was hören kann. Ich stecke meine Finger rein. Mal über dem Mikrofon. Ja, also es hört sich auf jeden Fall nicht mehr richtig sauber an und es hat auch schon einen ganz leichten Spiel hier drin. Ne? Also, wie gesagt, das sollte man jetzt dann auch rauslassen und dafür das Neue einsetzen. Ja, hier ist meine Schale mit Eiswasser und auch das Lager. Das heißt, das setzen wir jetzt ein. Das kann noch so lange in den Eiswasser liegen bleiben, weil wir fangen jetzt damit an, das stelle ich mal ein bisschen weiter zur Seite, wir fangen jetzt an und erhitzen hier das Ganze. Also immer schön erwärmen. So dehnt sich das Material auch ein bisschen aus und das Lager sollte zumindest leichter reingehen. So, ich glaube, das sollte schon reichen. Nochmal. Oh ja, Zischen ist da. Ich denke mal, wir sind jetzt an dem Punkt, wo das Lager auch rein dürfte. Also, es ist recht schön kühl. Jetzt heißt es natürlich, jetzt nehme ich den Finger, also das Lager an oder den Finger in das Lager und versuche es jetzt mal aufzusetzen. Ja, es zischt, aber ich muss doch nachhelfen. Also aufsetzen und ja, ja. Jetzt heißt es natürlich umdrehen, aber bestimmt nicht einfach anfassen. Das werde ich natürlich nicht machen, weil ich möchte mir nicht meine Händchen verbrennen. Und jetzt greife ich mir das hier einfach und gucke mal nach den rechten. Ja, das sieht sehr gut aus. Aber ich würde gerne noch mal ein hinterher geben, dann sollte es aber auch reichen. Gut, so, aufsetzen und noch mal ein hinterher, um jetzt noch mal zu sehen. Moment, so, na, spiel mal mit hier. So, um jetzt zu sehen, sitzt es auch vollständig drinne. Das sieht sehr gut aus. Ja, das sitzt. Also, damit haben wir das schon mal gewonnen. Gut, das Lager sitzt auch sauber. Das heißt jetzt, das Teil ist natürlich noch heiß. Das lassen wir jetzt erstmal auskühlen, bevor ich hier weitermache. Weil es geht ja jetzt dann weiter
mit der Welle, die wir natürlich auch noch nachgucken werden, bevor wir das Ganze hier reinsetzen. Also, das heißt, wir setzen erst die Welle ein und zuletzt den Simmering. Das hat einen bestimmten Grund. Ich mache das immer so, dass ich zuletzt den Simmering einsetze, bevor ich die Welle einsetze. Ja, das wäre jetzt schon mal erledigt. Jetzt heißt es natürlich die Welle. Ich mache die Welle mal hier ein bisschen sauber und gucke mir die Welle mal an. Also ich kann sagen, dass sie nicht eingelaufen ist. Also sie geht wirklich super gerade rüber und ja, ist auf jeden Fall mit nichts angegriffen. Das ist das nächste, was ich jetzt auch noch mal ins Eisfach legen werde, dass sie sich ein bisschen zusammenschrumpft und umso leichter geht sie dann hier in das Lager rein, weil so müsste ich auch ein bisschen nachhelfen, was ich eigentlich umgehen möchte. Also ich möchte das dann hier noch ein bisschen erwärmen und die Welle jetzt erstmal ein bisschen abkühlen lassen. So bringe ich das Ganze jetzt ins Eisfach und lasse es eben ein bisschen runterkühlen. Ich habe mir mal hier was gebaut, dass ich auch ein bisschen Freiheit habe, dass ich dann auch die eisgekühlte Welle dann einsetzen kann. Das muss natürlich auch sorgsam passieren. Deshalb jetzt erhitzen. Also, wir erhitzen jetzt das Lager. Es darf natürlich weder glühen oder anlaufen. Also das Lager darf sich von der Farbe her nicht verändern, weil das wäre auf keinen Fall gut. Gut, also jetzt Wärme hier reinbringen, umso leichter bekomme ich diese Antriebswelle rein. Ja, es geht schon etwas Zeit drauf. Also die Zeit sollte man sich dann auch wirklich dafür nehmen. Gut, also schön erhitzen, dass wir auch wirklich die Ausdehnung so weit wie möglich haben, um dass die Welle nach Möglichkeit ja recht von allein reinrutscht. Ich habe mir hier schon einen Handschuh hingelegt, ein Holzstück, falls wir doch ein bisschen treiben müssen. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Gut, das sollte eigentlich auch schon reichen. Ich nehme jetzt die kalte Welle. Ne? So, und man hört es zischen, zack, sie ist ganz alleine reingerutscht, ohne zu sperren. Also ich brauche hier nichts dran machen, außer jetzt wieder runterkühlen lassen. Es ist nun mal so, ich arbeite gewissenhaft und ich nehme mir für alles die Zeit, die sein muss. Da sind wir schon mal fertig. Das heißt, wir können das Ganze dann auch nach und nach jetzt wieder zusammenbauen. Dichtung haben wir allerdings ja nun zwei Dichtungen da. Jetzt ist die Frage, welche Dichtung nehme ich? Ja, ich nehme die natürlich von Scooter Garage. Ne? Wie gesagt, damit habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht und auch heute werde ich diese Dichtung dafür nutzen, wenn wir das Ganze dann schön zusammenschrauben. Auf jeden Fall, Getriebeöl kommt natürlich erstmal noch nicht rein. Erstmal setzen wir das Ganze zusammen, weil es geht ja auch noch an die Bremsbeläge. Ja, bleibt nicht aus. Dafür habe ich das Rad und den Auspuff runtergenommen. Ich gucke dann, was brauchen wir noch für Bremsbeläge und werde sie demnach dann auch nochmal bestellen. Warum nicht alles auf einmal? Habe ich aber auch schon mehrmals erklärt. Nein, ich möchte Stück für Stück vorgehen. Ich denke mal, da ist das bisschen Porto, was da noch drauf kommt, auch nicht ganz so wild. Und vor allem, wir wissen aber, es wird ordentlich und sauber. Wie man jetzt sieht, hier ist das alte Lager, neue, alles sitzt, alles ist an seinen Fixpunkten
Fleck, wo es auch hingehört. Das heißt aber jetzt erstmal trotzdem runterkühlen lassen und später wird es dann eingebaut. Hier habe ich meine Pistole zum, ja, nochmal pusten. Und ich möchte hier an dieser Seite natürlich vorher nochmal gewiss sein, dass hier auch nichts drin ist, was dort nicht reingehört. Deshalb, ich nehme hier diese Scheibe mal runter, die, und puste jetzt hier. Man sieht, es kommt doch immer noch mal das eine oder andere raus. Deshalb alles immer noch mal schön freipusten. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Die Scheibe kann ich wieder aufsetzen und ja, im Grunde, wenn wir dann soweit sind, können wir das Ganze wieder zusammenstecken. Also ich bin gerade dabei und mache die Schrauben sauber, ne, hier. Und wenn man hier guckt, was hier noch so runterkommt, Moment, das ist echt Wahnsinn, was man hier alles sehen kann. Ich glaube, das sieht man, ne? Wahnsinn, was da an Abrieb immer dran ist. Hier ist jetzt eine recht saubere Stelle. So, das ist die Schraube. Und passt mal auf, wenn ich jetzt hier so ein bisschen dran gedreht habe, was da an Ablagerung von Späne runterkommt. Also das ist, ja, nicht ohne. Und selbst die müssen geputzt werden. Hier habe ich jetzt die Dichtung. Die nehme ich jetzt mal aus der Tüte raus, um sie jetzt aufzusetzen. So, jetzt heißt es natürlich, wo oder wie kommt diese Dichtung hin? Und zwar so rum. Also, einmal hier aufsetzen. Moment. So. Und einmal hier aufsetzen. Gut. Ja, ich habe ein bisschen die Finger davor, aber es lässt sich nun mal nicht vermeiden. Gut, und somit sitzt die Dichtung auch recht gut. Als Vergleich habe ich ja hier die alte Dichtung. Und wenn ich das so ansetze, also ist das alles komplett identisch. Ja, also diese Dichtung sitzt. Das heißt, wir können den Deckel, wenn er jetzt abgekühlt ist, wieder zusammenbauen. Ja, und das wird schnell gehen. Ja, jetzt ist der Deckel nur noch handwarm. Also, ne, ich lasse ihn noch ein bisschen abkühlen, dass dieser Deckel auch vernünftig kühl ist, sage ich mal. Also, wir haben hier auch kein bisschen Spiel mehr hier drin. Hier ist alles so, wie es sein soll. Das sieht top aus. Das ist gut, könnte man sagen. Nochmal das eine. Und zwar, falls sich jetzt jemand fragt, warum hast du das Ganze dann nochmal zum Schluss erwärmt, um diese Welle reinzubekommen. Diese Welle hat einen Absatz und also sie läuft hier schmaler als das Stück, was ins Lager kommt. Deshalb erhitzt und somit, ja, ist sie dann auch viel oder um einiges leichter reingegangen. Gut, was mache ich jetzt? Jetzt kommt ein bisschen Öl ins Spiel. Hier habe ich eine handelsübliche Spritze. Mal gucken, so einmal raus. Und hier habe ich das Getriebeöl. Also, ich nehme jetzt ein bisschen Getriebeöl und hier etwas Getriebeöl rein. Aus dem Grunde, weil ich ein bisschen vorfetten werde. So, und jetzt sollte die Spritze drin sein. Jawohl. Gut, zur Seite legen, Getriebeöldeckel drauf. Ich nehme das Getriebeöl, weil ich gute Erfahrungen damit gemacht habe von Liqui Moly und deshalb das von Scooter Garage, ja, das werde ich dann wohl
übernehmen, denke ich mal. Sprich, ich werde es ja abkaufen samt Dichtung. Das heißt, ich übernehme das Öl und die andere Dichtung von Udo, also werde Udo dadurch was erlassen, weil ja, war ja auch mein kleiner Fehler, nicht? Jetzt habe ich ja nun hier überall, Moment, ich muss die Spritze mal richtig ansetzen. So, jetzt habe ich ja hier überall alles ausgespült und ich setze hier einfach nur so ein bisschen Öl rein, aus dem Grund, dass das hier nicht ganz so trocken läuft erstmal. Das heißt natürlich, hier setze ich jetzt auch schon mal Öl in diesen Rand, also in dieses Lager, und drehe das auch noch mal, dass hier auch schon mal Öl drauf ist. Es ist immer besser, wenn überall, wenn man es dann zusammensetzt, ein bisschen ein Hauch von Öl wenigstens drauf ist. Das schadet auf keinen Fall. Gut, wir haben alles sitzen. Bevor mir jetzt hier was rausläuft, setzen wir den Deckel an samt der Welle. Gut, das sieht schon mal gut aus. Den Simmerring werde ich zuletzt aufsetzen. Das spielt jetzt keine Rolle, ob ich ihn vorher oder nachher aufsetze. Es muss hauptsächlich dicht werden. Wenn ich das jetzt schon so sitzen habe, ja, das sind die Bremsscheiben, also die Bremsbeläge, sagen wir mal so. Aber es sitzt alles wieder bombenfest. Es kann sein, dass wir jetzt auch unsere Schrauben schon einsetzen können. Und das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man wieder was zusammensetzen kann, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Moment. Ja, das war richtig. Ohne sich Gedanken zu machen, dass das jetzt nicht mehr in Ordnung ist. Also es sollte jetzt auch in Ordnung sein. Und von daher setzen wir hier schon mal unsere Schrauben an und verschrauben das Ganze schon mal. So, ganz leicht erstmal nur gegen, nach Möglichkeit über Kreuzschrauben das Ganze. Wie ihr merkt, ich bin immer noch der Handschrauber, also ich schraube gerne mit der Hand noch. Maschinell ist nicht so mein Ding, weil da habe ich nicht das Fingerspitzengefühl drin, was ich normalerweise brauche. Gut, jetzt ziehe ich diese leicht gegen. Jetzt kann ich die auch schon etwas reinschrauben und damit hat sich das dann auch schon mal. Wie gesagt, zuletzt der Simmerring und dann ist das Getriebe soweit erstmal wieder fertig. Das Ganze ziehen wir jetzt mit der Ratsche noch an, bevor wir ja, den Simmerring alles einsetzen. Gut, also erstmal per Hand nochmal so ein bisschen über Kreuz, wenn es möglich ist. Halt, nehme die hier gleich und jetzt kann ich dann auch alles richtig befestigen. Das heißt, wir brauchen die Ratsche. Vor allem jeder macht es anders. Jeder hat seine eigene Technik und die er so für sich entwickelt. Und ich, das ist eben meine Technik, wo ich auch sagen kann, so, das sollte dann wieder funktionieren. Gut, ich ziehe das jetzt hier schon mal leicht an. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt kommen die letzten Umdrehungen. Dass es hoffentlich jetzt auch dicht ist. Ja, das sollte gut sein. Nochmal drehen. Oh ja, ganz geschmeidig. Zu guter Letzt kann ich jetzt hier ruhig ein bisschen Öl reinjagen und drehe jetzt nochmal, weil der Simmerring, wie gesagt, der hält das ja dann später alles zurück, was
da drin an Öl ist. So. Na. Ho, kein Gewackel und gar nichts mehr. Also das sieht auf jeden Fall recht gut aus. Jetzt ist es so, hier habe ich den ganz neuen Simmering und ich habe ja auch noch mein Öl. Ich nehme jetzt Öl auf den Finger und streiche somit die Welle schön ein, dass der Simmering ganz geschmeidig drauflaufen kann. So, so sieht das schon recht gut aus. Also, das haben wir schon mal. Gut, jetzt können wir den Simmering schon mal aufsetzen. Das heißt, vorsichtig allerdings, schön vorsichtig schieben, dass er auch wirklich sauber oder einen sauberen Sitz hat. So andrücken, gucken, dass er auch gleichmäßig drauf geht und jetzt vorsichtig eindrücken, dass er auch hier seinen richtigen Sitz hat. Gut, das sieht auf jeden Fall schon mal recht gut aus. Und ich drehe jetzt mal, ja, na, das hört sich doch auf jeden Fall schon mal gut an. Ich gucke jetzt noch mal die eine oder andere Stelle nach, wo ich ihn noch mal nachdrücken kann. Da sollte man wirklich sehr sorgfältig arbeiten, dass das auch schön dicht ist. Ja, und er hat auch das ganze Öl wirklich mitgenommen. Also der Sitz ist auf jeden Fall sauber. Hier habe ich jetzt nochmal die Ölschraube, also zum Einfüllen. Die mache ich natürlich ebenfalls nochmal ein bisschen sauber, dass sie auch ordentlich und schön wieder sitzt. So, hier ist natürlich auch kein Simmering drauf. Deshalb, wir schrauben diese Schraube jetzt hier ein. Gut. Erstmal nur, dass eben hier nichts reinkommen kann. Weder Schmutz, sonst noch irgendwas anderes. Gut, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja. Was ich jetzt nochmal mache, ich wische hier nochmal über den Simmering drüber, um zu sehen, zur Not kann ich ihn noch einen ganz kleinen Tuck reintreiben, aber eins nach dem anderen. In groben Zügen sind wir damit durch. Also Getriebe sitzt wieder, Öl auffüllen und schauen, wie verhält sich der Roller jetzt im Lauf. Es hat recht gut geklappt, wie ich aber auch schon sagte, jeder macht es anders, jeder macht es auf seine Art. Also ich habe es auf meine Art gemacht und denke mal, das ist recht gut geworden, trotz allem. Also viel Spaß bei diesem Video, was natürlich ein bisschen länger geworden ist. Ja, es gibt keine Kurzfassung bei mir. Es gibt immer eins zu eins das, was ich mache. Viel Spaß, euch auch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.